wohne, wie manche denken, nicht hier im Büro, sondern ich habe auch eine eigene Wohnung. Also. Also ich finde das schon ziemlich ein Hammer, weil die Version ist ja nicht nur einfach ein Update. Da ist ja wirklich was passiert, wo man sagen muss, das ist eine ganz neue Dimension. Also es ist schon wirklich ein neues Thema, von dem wir reden jetzt. Zum Beispiel die Achsen, die ich in 3D finde, kann ich jetzt auch in Pandora umschalten. Es sind hier jetzt die Grad dazugekommen, wo ich auf jeden Fall sagen kann, ich kann jetzt auf bestimmte Anzahl der Grad ein Objekt drehen. Und solche Sachen, wie gesagt, ist für mich als 3D-Spezialist viel einfacher geworden. Ja, genau. Die haben das eher als, ich mache meinen Showfile, baue meinen Showfile zusammen und der Kunde will am Ende, ach, das Video, was wir gezeigt haben, hätte ich gerne gesehen. Deswegen haben die es gemacht. Also die Partikel sind voller Hammer und sag mal, mit denen kannst du halt total viel mehr Möglichkeiten sind da offen. Ja, ich gehe jetzt so folgendermaßen her. Ich mache jetzt einen Videoexport ab der Stelle. Und sage ab einer Stelle von 3 Minuten. Gehe über Tabs in den neuen Videoexport. Prinzipiell die Kulux-Idee des Rausrechnens ist einfach schon relativ cool, um dem Kunden eigentlich den Schnitt, den wir in der Pandora vor Ort machen, auch wieder zu gewährleisten, dass er es sich angucken kann. Problem bisher war ja immer, man schneidet sich irgendwie was zusammen auf der Timeline, sieht schön aus, man kann es sich auf dem Beamer angucken, aber danach als Video oder als Präsentation oder was auch immer, kann man es nicht mehr benutzen, weil ist ja nur in der Pandora. Jetzt kann ich die komplette Timeline einfach stupide rausrechnen. Jetzt gehe ich SDI oder DVI, was auch immer, einfach in meine Maschine rein, nimm das auf, was ich habe, hab's im richtigen Codec, kann's in mein Projekt einbinden, abspielen, Ende. Ja. Da grinst er. Im Endeffekt ist es ein Schnittprogramm. Das ist ein richtiger Editor, ein richtiges eigentlich Schnittprogramm und man arbeitet auf derselben Oberfläche und lernt damit alles schon kennen. Die neue Möglichkeit mit der ASIO-Schnittstelle ist der Hammer, weil ich jetzt wirklich hingehen kann. Ich kann multiple Outputs auf einem Hardware-Device, ob das ein Moto ist, ein RME ist oder irgendwas, kann ich die einzeln rausgeben und das macht ziemlich Sinn. Der Clip war, dann suche ich mir einen Tab FX, das neue, aus einer Liste heraus, welchen Effekttyp ich mag, in dem Moment nämlich Distort. Dann nehme ich den Distort und lege ihn einfach hier in meine Label-Übersicht rein und bekomme somit neue Parameter angezeigt. Einen relativ nackten Layer mit den Grundfunktionen, sprich X-Pos etc. etc., die Normalfunktionen, sage ich mal. Die Videoeffekte sind komplett weg. Man erschrickt erstmal, wenn man es sich erst anguckt und denkt sich, oh, das Ding kann ja gar nichts mehr. Naja, dafür kann ich jetzt im Prinzip auf dem Layer explizit das verknüpfen, was ich wirklich auch haben will. Ob das jetzt ein Effekt ist, ob das ein Partikelsystem ist etc. Und kann das arrangieren, auch die Reihenfolge der Effekte spielt natürlich eine Rolle, so wie man es eigentlich aus After Effects oder aus anderen Programmen kennt. Doch, Unlimited Video. Nein. Unlimited Video. Nein. Gestern mit Herrn Kulux besprochen. Warum das denn? Ist so. Pro wird komplett unlimited. Yeah! Unlimited? Unlimited. Das heißt, du hast im ganzen Projekt mit den paar Clips gearbeitet. Genau. Der Rest sind alles die neuen Emitter und... Richtig, ich habe nur mit diesen neuen Clips gearbeitet. Die Lock-to-Time-Demos alle beide waren die Idee, an die Grenzen der Programmierbarkeit zu gehen, an die Grenzen der Maschine, der Hardware, der Software zu gehen. Ab geht er. Thank you.
Yeah! Woo!